Also 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist wirklich ziviler Widerstand. In der Bereitschaft, wirklich auch ins Gefängnis dafür zu gehen. Also wir kriegen richtig Hate ab. Also uns wird auch gesagt, einfach Hand abhacken, einfach drüber fahren. Sie müssen keine Gewalt anwenden. Was soll das? Das wird jetzt mal gestoppt. Die Angeklagte bitte in den Saal 2092 eintreten. Sonja Manderbach ist Klimaaktivistin bei der letzten Generation. Für sie ist klar, das Festkleben auf der Straße ist der nötige zivile Widerstand, der die Politik vielleicht noch zum Umdenken in der Klimakatastrophe bewegen kann. Und wir müssen jetzt wirklich handeln und nicht irgendwelche Pläne für 2045 machen, sondern wirklich jetzt auf Katastrophe reagieren, weil das die Wissenschaft ja sagt. Also 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr. Und das hat mir schon wehgetan, dass wir uns das klar machen müssen, dass wir das wirklich nicht geschafft haben, als Menschheit auch. Die letzte Generation ist ein Bündnis von AktivistInnen aus der Klimaschutzbewegung in Deutschland und Österreich. Seit Anfang 2022 fällt die Gruppe durch radikale Protestaktionen auf. Bekannt geworden sind sie durch Straßenblockaden, bei denen sich AktivistInnen auf die Fahrbahn kleben. Von der Bevölkerung und den Medien wird das nicht ohne Kritik aufgenommen. Für Sonja sind die Proteste der letzten Generation das letzte Mittel. Sie geht auch für die Zukunft ihrer Tochter auf die Straße. Sie ist jetzt gerade in dem Alter, sie ist 15, wo sie so langsam anfängt, was will ich denn beruflich machen, was will ich denn, wo will ich denn hin, wo würde ich denn gerne wohnen, was würde ich denn gerne für eine Ausbildung oder für ein Studium machen. Also so wie es jetzt aussieht, gibt es irgendwann eine Phase, da wird das alles keine Rolle mehr spielen. Da werden wir gucken, wie können wir noch überleben. Also will ich doch jetzt handeln, damit meine Tochter und all die anderen Kinder, die ich so sehe, damit die auch noch die Chance haben, ihr Leben auch noch zu leben und eventuell auch noch eine Familie zu gründen. Als ich studiert habe, habe ich tatsächlich noch gedacht, wir schaffen das jetzt auf diesem Weg, dass wir Bildungsarbeit machen, Bücher schreiben und dann festzustellen, nö, wir haben es nicht geschafft. Und das war dann so für mich der Grund zu sagen, okay, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist wirklich ziviler Widerstand auf diesem Level, in der Bereitschaft, wirklich auch ins Gefängnis dafür zu gehen. Wir treffen Sonja am nächsten Morgen auf der Straße wieder. Sieht so aus, als wäre die Blockade gerade begonnen und die Polizei auch schon hinzugestürmt. Sonja macht bei der Blockade heute nicht aktiv mit. Sie muss in ein paar Stunden im Gericht sein. Gegen sie laufen mittlerweile 8 Verfahren wegen ihres Aktivismus. Sonja beobachtet die Straßenblockade heute von außen und leistet emotionalen Support für ihre FreundInnen. Ist das merkwürdig, das mal zu sehen? Ich habe das noch nie erlebt, dass ich da hinkomme und das sehe. Ich war da immer selber drin. PassantInnen reagieren ganz unterschiedlich auf die Straßenblockaden. Also wir kriegen richtig Hate ab. Also uns wird auch gesagt, einfach Hand abhacken, einfach drüber fahren. Vergasen sollte man euch. Solche Sachen werden gerufen. Natürlich nicht von allen. Wir haben auch Menschen, die uns Süßigkeiten schenken, die uns Daumen hoch zeigen, die Applaus klatschen, die ihren Kindern erklären, warum wir das machen, die vor Freude weinen, das, was passiert, also die zu Tränen gerührt sind. Das gibt's auch. Es gibt immer beides, meistens beides. Aber genau, ich bin das völlig gewöhnt, dass es diesen Hate gibt. Also historisch ist das so, dass die Freedom Riders und die Suffragetten und ganz viele Bewegungen, die zivilen Widerstand gemacht haben, eben genau diese Form gewählt haben, dass sie eben Straßenblockaden gemacht haben. Friedlich, gewaltlos, aber schon irgendwie disruptiv, also störend, also wirklich unignorierbar für alle zeigen, es ist was nicht in Ordnung. Ich habe mich hier auf die Autobahn Ausfahrt geklebt, weil ich keine andere Wahl mehr sehe. Ich bin schlichtweg verzweifelt und ich habe echt Angst um meine Zukunft. Ich habe eine 4-jährige Schwester und ich weiß nicht, wie ich mein Leben einfach weiterleben kann, wenn ich sehe, dass um mich drumherum einfach alle Lebensgrundlagen verloren gehen. Jedes Mal, wenn ich auf Blockaden gehe, sehe ich oder spüre ich körperliche oder psychische Gewalt. Aber ich sehe im Verhältnis, es ist absolut als angemessen, mich hier auf die Straße zu kleben und auf das Problem aufmerksam zu machen, weil nichts anderes machen wir. Wir erinnern die Regierung nur daran,
dass sie verpflichtet ist, unsere und zukünftige Generationen zu schützen. Und deswegen finde ich das angemessen. Ja. Es ist ein ziviles, also ein Mittel von zivilem Widerstand, Straßenblockaden zu machen. Natürlich richtet sich das nicht genau gegen diese Menschen. Es richtet sich sowieso nicht gegen Menschen. Wir machen das ja für Menschen und für die Gesellschaft. Aber gäbe es nicht sinnvollere Blockaden? Blockaden, die bei den Richtigen ankommen? Also erst neulich wieder haben wir die Tiefgaragen des Bundestags blockiert und haben dann auch Interviews geführt mit Bundestagsabgeordneten. Wie viele Menschen haben das mitgekriegt? Also wurde das medial so aufgearbeitet, dass man jetzt sagen würde, oh, jetzt hat aber Deutschland mal gesehen, was Phase ist. Ich glaube nicht. Auch alle Waldbesetzungen oder die Besetzung von Lützerath oder dann im Röder Forst oder im Hambacher Forst haben alle nicht dazu geführt, dass die gesamte Gesellschaft gesagt hat, wir wollen das wirklich. Wir wollen jetzt wirklich, dass unser Planet nicht unbewohnbar wird, dass die Lebensgrundlagen erhalten werden. Also sie sagen schon, dass sie es wollen, aber sie haben nicht realisiert, dass das wirklich nicht gemacht wird. Also dass wir wirklich auf einem Kurs sind, der die Lebensgrundlagen zerstört. Das ist so. Dieser Aktivist hat versucht, auch seine zweite Hand mit Sekundenkleber an der Straße festzukleben. Es soll nicht sein letzter Versuch bleiben. Die anfangs ruhige Stimmung wird langsam hitziger. Sie behindern immer noch den Fließverkehr. Deshalb wird hiermit Ihre Versammlung nach § 14 Versammlungsfreiheitsgesetz aufgelöst. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie mittels unmittelbaren Zwanges von der Fahrbahn entfernt. Das war die letzte von drei Aufforderungen der Polizei, dass die Blockade von den AktivistInnen aufgelöst werden soll. Da diese aber grundsätzlich nicht freiwillig die Straße verlassen, beginnt die Polizei nun mit Hilfe von Öl den Kleber zu lösen, um die AktivistInnen dann von der Straße zu tragen. Kommen dann gleich wieder. Ja, schade. Alles klar. Es ist immer so, dass in der Mitte Menschen nicht festgeklebt sind, die dann also jederzeit aufstehen können, sodass wenn AutofahrerInnen eine Rettungsgasse bilden und der Rettungswagen durchkommt, dann können die auf jeden Fall sofort aufstehen. Genau deshalb stand die letzte Generation bereits heftig in der Kritik. Ende Oktober 2022 kam ein Rettungswagen der Feuerwehr wegen einer Blockade der A100 verspätet zum Unfallort einer schwer verletzten Radfahrerin, die wenige Tage später im Krankenhaus gestorben ist. Die Frage nach der Schuld wurde auch medial verhandelt. Feuerwehreinsatzleiter Rolf Erbe sagte dazu: Wir stehen jeden Tag im Stau, aber diese Verzögerung wäre vermeidbar gewesen. Die letzte Generation wirft der medialen Öffentlichkeit vor, den Unfall zu instrumentalisieren und stellt klar: Auf der A100 befanden wir uns auf einer Schilderbrücke. Die Polizei regelte den Verkehr darunter selbstständig und reduzierte ihn auf eine Fahrspur. Wir hatten die Polizei vor Betreten der Schilderbrücke informiert und um eine Umleitung von Einsatzfahrzeugen und das komplette Sperren der A100 für den Autoverkehr gebeten. Wir haben in all unseren Protesten immer eine Rettungsgasse. Rettungsgasse, Leute! Wenn die AutofahrerInnen keine Rettungsgasse bilden, aber wir den Rettungswagen sehen und hören, dann können wir auch alle durchlassen und eben aufstehen und dann kommt der Rettungswagen durch. Wenn das natürlich irgendwo in weiter Ferne passiert, dass AutofahrerInnen keine Rettungsgasse bilden, dann können wir das nun mal auch nicht ändern. Das ist meines Wissens auch leider trauriger Alltag in Deutschland. Keine Gewalt anwenden. Sie müssen 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 keine Gewalt anwenden. Arm raus. Macht Ihnen Spaß. Geben Sie den Arm raus. Geben Sie den Arm raus. Was machen Sie denn mit Ihren Knien auf meinem Brustkorb? Was soll das? Sie sind schon letztes Mal gestorben. Knie runter. Hören Sie auf damit. Sie tun mir weh. Warum? Warum tun Sie mir weh? 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 Warum wollen Sie mir den Weg tun? Warum? Laufen Sie doch mal. Danke.
Halten Sie das an! Geben Sie den Arm raus! Wir trainieren das auch, ne? Wir machen dieses Päckchen, dass wir die Arme oder die Hände unter die Knie oder so legen. Und dann, also im Training geht das auch sehr gut. Also man kann Menschen damit einfach im Prinzip nur unter den Schultern fassen, zwei Menschen, und können eine, also normalgewichtige Person oder wie man das so sagt, können einfach ganz leicht wegtragen. Und wenn die Person vielleicht ein bisschen schwerer ist, braucht man vielleicht noch eine Person mehr oder muss sie halt vielleicht ziehen, anstatt sie zu tragen. Oder die haben auch Rollbretter eigentlich. Also eigentlich können die Menschen auch auf Rollbretter setzen und wegrollen. Das haben wir auch schon alles erlebt und gesehen, aber die wollen das zurzeit nicht mehr. Also ich will das gar nicht werten, weil es gibt auch immer PolizistInnen, die sehr kooperativ sind und sehr freundlich mit uns reden. Es gibt auch welche, die uns sagen, also mir hat mal ein Polizist, der mich abgelöst hat, die Hand abgelöst hat, gesagt, ich habe auch Kinder, ich weiß, warum ihr das macht. Und deshalb will ich das jetzt gar nicht so polarisierend stehen lassen, aber dennoch ist das immer wieder, ich kann es nur immer wieder sagen, und das ist das, was mich so verzweifelt sein lässt, auch immer wieder, dass man daran halt sieht, wir sollen einfach aufhören, es soll einfach bitte aufhören zu piepen, der Feueralarm soll einfach still sein, es kann gerne weiterbrennen. Also ich sage das jetzt so sarkastisch, weil das kann ja wirklich nicht die Lösung sein. Die Straßenblockade wurde aufgelöst und Sonja muss sich jetzt schnell auf den Weg ins Gericht machen. Da ist heute bereits ihre zweite Verhandlung und es wird nicht ihre letzte sein. Also da vorne ist das Amtsgericht schon. Ich bin jetzt doch so ein bisschen aufgeregt, merke ich so. Jetzt gerade noch die Straßenblockade gesehen zu haben und die Menschen, die mir wirklich so viel bedeuten, gesehen zu haben, wie sie zum Teil Schmerzgriffe abbekommen haben. Und zu wissen, dass sie jetzt noch im Polizeikessel stehen und jetzt selber für meine Straßenblockaden oder nicht für alle, aber für einen Teil davon eben die Verhandlung zu haben. Das ist schon eine sehr merkwürdige Mischung an diesem Tag. In der Strafsache gegen Manderbach wird die Hauptverhandlung fortgesetzt. Die Angeklagte bitte in den Saal 2092 eintreten. Während der Verhandlungen dürfen wir nicht filmen und müssen mit der Kamera draußen warten. Sonja hat das ganze Jahr über bei Straßenblockaden mitgemacht, sich auch selbst an der Straße festgeklebt. Wegen einer Blockade wie dieser steht Sonja heute vor Gericht. Mir ist es schon passiert, dass ich in der Blockade saß und Menschen sind gekommen, haben uns aggressiv weggezogen, um die Straße frei zu kriegen und haben uns gesagt, geht weg, in 30 Jahren ist sowieso alles vorbei, lasst uns durch, wir müssen zur Arbeit. Das ist politisches Recht! Am Arsch, Alter! Ich sitze da und kämpfe dafür, dass in 30 Jahren nicht alles vorbei ist. Und das ist dieses Paradoxon, dass uns oft gesagt wird, ihr seid apokalyptisch, ihr seid endzeitlich. Ihr kündigt den Weltuntergang an und wir wollen ihn verhindern. Da ist ein Motorradfahrer ganz schnell auf mich zugefahren und es war wirklich für Sekunden so, dass es sich angefühlt hat, als würde er mich jetzt überfahren. Und ich bin da sitzen geblieben, ich konnte auch so schnell gar nicht reagieren. Und hat dann ist vom Motorrad gestiegen und hat noch andere von uns weggezogen. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, wir haben es immer noch nicht verstanden, die Menschen, wie ernst die Lage ist und wovor wir sie warnen, sondern sie wollen einfach, dass wir aufhören zu nerven. Nein.
Sonja klebt sich grundsätzlich erst dann fest, wenn die Polizei kommt. Vorher ist es zu gefährlich, zu aggressiv sind die PassantInnen. Der Hass von Teilen der Bevölkerung auf die letzte Generation geht sogar so weit, dass Sonja Morddrohungen und Hassbriefe bekommt. Wenn ich zum Beispiel diese Morddrohungen aufmache oder die Strafbefehle, macht mir schon zu schaffen. Das gibt mir schon zu denken. Da kriege ich auch Angst. Also, und traurig macht mich das auch. Also es gibt die Tage, da geht es mir gut, weil ich habe viel Adrenalin und Dopamin sozusagen in der Blutbahn. Und es gibt auch die Tage, da bin ich mega erschöpft und einfach sehr, sehr müde und hab vielleicht Gewalt erfahren und bin auch dann davon traurig und frustriert auch irgendwie und denke so, es kann doch nicht angehen, dass wir das alles machen müssen, also dass es keinen anderen Weg gibt. Morddrohungen, Gerichtsverhandlungen, Gewalt auf der Straße. Trotzdem gibt Sonja nicht auf. Sie wird so lange weitermachen, bis sich die PolitikerInnen bewegen und etwas gegen die Klimakatastrophe tun. Laut Sonja könnte das ziemlich einfach sein. Zum Beispiel das Essen-Retten-Gesetz war ja die erste Forderung, die wir hatten. Das steht sowieso im Koalitionsvertrag. Das könnten Sie einfach mal machen und sagen, wollten wir eh, könnt wieder nach Hause gehen. Hört auf, euch festzukleben, wir machen das jetzt. Und auch das Tempolimit, das wird inzwischen ja auch in vielen Fernsehsendungen gesagt und kritisiert, dass das nicht gemacht wird aus irgendwelchen Gründen, weil Menschen halt gerne vielleicht schnell fahren wollen, als ob das jetzt wichtiger wäre, als die Lebensgrundlagen zu sichern. Und das ist die einzige Klimamaßnahme, die effektiv ist und gar nichts kostet. Antonio Guterres hat das gesagt, ganz klar, hat gesagt, KlimaaktivistInnen werden oft als gefährliche Radikale bezeichnet, werden auch kriminalisiert. Die wirklich gefährlichen Radikalen sind die, die immer noch das Fossile weiter so fortsetzen wollen. Die Konzerne und die Regierungen, Staatschefs. Nach fast 4 Stunden ist die Gerichtsverhandlung vorbei. Wir fragen Sonja, wie es ausgegangen ist. Was jetzt rausgekommen ist, sind 80 Tagessätze à 25 Euro. Das ist halt schlicht eine Menge, wenn ich sage, ich werde es nicht bezahlen, sondern ich werde es absitzen. Zumal ja 40 Tagessätze vorher schon da waren, dann sind es 120 Tagessätze oder Tage dann im Gefängnis. Das ist schon viel. Aber ich werde natürlich jetzt erstmal noch mal Berufung einlegen, weil ich dann einfach auf einer anderen Ebene beim Landesgericht einfach noch mal sagen kann, es ist jetzt aber Klimakatastrophe, was ist denn das Konzept? Also ich wäre ja auch dankbar, wenn es da ein Konzept gäbe und ich damit aufhören könnte, Straßen zu blockieren. Bisher sehe ich da kein Konzept. Das heißt, wir machen auf jeden Fall weiter. Also letzte Generation, es werden immer mehr Menschen und wir machen auf jeden Fall weiter. Ich selber mache ja auch immer noch weiter. Also es hat bisher nicht funktioniert, uns zu brechen und uns damit zu stoppen. Nach den Dreharbeiten hat sich die Lage für Sonja noch einmal zugespitzt. Aufgrund eines Formfehlers auf ihrer Seite hat sich die Strafe noch einmal erhöht. Die Richterin entschied, jetzt sind es 12.000 Euro Strafe oder 300 Tage Haft. Doch Sonja bleibt trotzdem stark. Ich werde keine Strafe bezahlen. Entweder sie sprechen mich frei oder ich gehe ins Gefängnis. Der Gegenwind der Gerichte stärkt mich nur. Und auch ihre Tochter steht voll hinter ihr. Es ist so, wie Dumbledore sagt. Es liegen dunkle, schwere Zeiten vor uns. Bald müssen wir uns alle entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten Weg. Du hast dich für den richtigen entschieden. Das ist nicht immer einfach, aber es ist richtig, dass du das machst.